aus Liebe zum Leben, das Leben lebenswerter machen, Leben retten. Für das und vieles mehr steht die Arbeit der Johanniter Unfallhilfe Südbrandenburg. Und das von Elsterwerder über Senftenberg, Cottbus, Lübben bis Königs Wusterhausen. Heute, vor 30 Jahren, am 30. Juni 1990, wurde der Regionalverband als damaliger Orts- und später Kreisverband Cottbus gegründet. Und deshalb sind wir auch heute, drei Jahrzehnte später, an den Ort der Gründung noch einmal zurückgekehrt, um zurückzuschauen, aber auch nach vorn. Hier in der Oberkirche St. Nikolai in Cottbus war die Gründung. Und für die Arbeit der vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die tausenden Förderer, die die Arbeit der Johanniter hier bei uns in der Region finanziell auch unterstützen und damit möglich machen, stehen diese drei Herren, die Regionalvorstände. Meine Herren, ergänzen Sie bitte zu Beginn den Satz: Ich bin Johanniter, weil, Matthias Rudolph. Weil ich mit meiner Arbeit Gutes tun kann. Andreas Berger-Winkler. Weil wir für unsere kleinen und großen Patienten Gutes tun möchten und ihnen wirklich in schwierigen Lebensphasen helfen möchten. Und Herr Dr. Arndt? Ich bin Johanniter, weil ich gerne ehrenamtlich arbeite. Herr Dr. Arndt, Sie waren damals, vor 30 Jahren, bei der Gründung der Johanniter hier mit dabei in der Oberkirche. Wie war das damals? Das war ein ganz besonderer Tag. Ich erinnere mich gerne daran. Und damals wurde ja auch der Grundstein gelegt für eine erfolgreiche Arbeit, 30 Jahre. Wer hätte das gedacht? Also ich jedenfalls nicht. Wir haben uns damals hier in der Oberkirche getroffen, um die Johanniter Unfallhilfe als Ortsgruppe zunächst einmal in Cottbus zu gründen. Es war ein Gottesdienst. Der Pfarrer Hallmann hat uns den Gottesdienst gehalten und wir waren eine relativ kleine Gruppe. Ich war in NVA-Uniform, ich war damals Berufssoldat und war hier mit einigen Kollegen aus der damaligen schnellen medizinischen Hilfe. Man muss die Zeit von sich heraus verstehen. Es war eine ganz besondere Zeit, eine Zeit des Umbruchs, des Aufbruchs, aber auch eine Zeit der Unsicherheiten. Und wir hatten im Laufe des Frühjahrs Hilfe aus Nordrhein-Westfalen bekommen, die uns erklärten, wie die Hilfsorganisationen funktionieren, wie ein multipotentes Rettungswesen aussieht und wie es verwoben wird mit den Feuerwehren und so weiter. Es kam auch ein neues Rettungsdienstgesetz nachher im Lande Brandenburg dazu. Und so haben wir damals die Johanniter Unfallhilfe hier in einem Festakt gegründet, weil die Johanniter eine christliche Hilfsorganisation sind. Und warum war es Ihnen wichtig, da dabei zu sein? Ich hatte das Vertrauen der Mitarbeiter. Ich hatte damals das Vertrauen der Mitarbeiter, weil ich kommissarisch Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus war, über etwa anderthalb Jahre. Sie sind ehrenamtlicher Regionalvorstand. Sie stehen für die vielen, vielen Ehrenamtlichen, die die Arbeit hier mit unterstützen, der Johanniter bei uns in der Region. Was gibt Ihnen dieses Ehrenamt? Das Ehrenamt gibt denen, der es leisten kann und will, sehr viel zurück. Es ist, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen egoistisch, ein Ehrenamt auszufüllen, denn man hat auch was davon. Nicht nur vielleicht einen guten Ruf oder ein gebessertes Ansehen, sondern auch emotional von den Mitarbeitern. Man lernt viele verschiedene Menschen kennen, die engagiert sind. Man erledigt auch mal neue Aufgaben, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Es ist eine sehr vielfältige Arbeit. Sie hält jung und sie macht Spaß. Und wie vielfältig die Arbeit ist, in welchen Bereichen die Ehrenamtlichen mit anpacken und die Johanniter hier unterstützen, das schauen wir uns jetzt an. Jeder kann sich irgendwo einbringen. Überall, wo ein Helfer, ein Sanitäter gebraucht wird, da sind wir dabei. Das können kleine Veranstaltungen sein, größere Feste, Festivals, große Festivals, kleinere Festivals, Sportveranstaltungen. Aber aktuell so die Stauhilfe, ja, wo wir da wirklich in der Nacht um zwei von LKW zu LKW sind. Die haben dann natürlich geschlafen und wir haben die da geweckt. Und da mussten wir uns manchmal gegenseitig ein bisschen motivieren. Mit ihm hatte ich so die ersten Jahre, wo ich dann hier war, tolle Sanitätsdienste gehabt. Er selber kommt ja aus dem Rettungsdienst, da hat man ja dann schon Erfahrung von ihm auch schon gehört, wie er in herausfordernden Situationen auch damit umgegangen ist. Er hat ganz viele Tipps mir gegeben. Ich habe dann sehr viel grundlegendes Wissen erhalten, wie ich in herausfordernden Situationen handeln muss, wie ich reagieren muss. Die Ausbilder selbst standen immer uns zur Seite und sie hatten immer ein offenes Ohr für uns. Und dafür bin ich dankbar, dass solche kompetenten Leute bei den Johannitern auch arbeiten. Ich
Hauptaugenmerk bei der Johanita, dass die Kameradschaft oder das Miteinander muss halt passen. Ansonsten kann ich nicht zusammen mit jemandem im Einsatz tätig werden oder große Festivals absichern. Wir hatten einen Sanitätsdienst in Lübben beim Radrennen. Da kam es zu einem sehr schweren Fahrradsturz. Der ist mir in Erinnerung geblieben, weil derjenige musste dann vor Ort auch reanimiert werden. Das war dann so der Punkt für mich. Da wusste ich, okay, das ist die richtige Aufgabe, die man vielleicht übernommen hat. Ich konnte der Person mit anderen Helfern das Leben retten. Man kann den Leuten helfen und ich weiß, im Nachhinein ist er aus dem Krankenhaus gut entlassen worden. Das Ehrenamt ist definitiv eine Herzensangelegenheit, weil man muss ja doch sehr viel Zeit investieren. Das ist ja nicht nur Ausbildung, die gemacht wird, es ist ja auch das Nebenbei. Also man muss ja Fahrzeuge pflegen, Ausrüstung checken. Und daher ist das ein sehr großer Stein in meiner Freizeit, der auch gerne getragen wird und meine Familie auch mitträgt. Also ich bin jetzt seit circa 3 Jahren bei den Johannitern und bin im Bereich Rettungshunde, Renntraining. Die Begeisterung für die Hunde war schon immer da gewesen bei mir, von Kindheit an. Und ich finde immer so, man kann das gut kombinieren, Hobby und sich ehrenamtlich zu betätigen, das lässt sich gut vereinbaren. Also bei uns in der Familie sind die Hunde Partner beim Arbeiten, aber wenn Freizeit ist, sind sie Familienmitglieder. Die gehören zu uns zur Familie. Das ist die Kimma, die ist 3 Jahre alt. Das ist ein polnischer Hütehund, Schäferhund. Das ist die Phoebe, die ist 7 Jahre alt. Und die Arbeit macht den Spaß. So eine Ausbildung kann man ja auch nur mit Freude bei den Hunden ausüben, dass sie das machen. Also das ist, die merken das schon, die riechen das praktisch. Man zieht die roten Sachen an, jetzt geht's los, jetzt ist Action, jetzt habe ich Spaß, ich darf suchen. Und da fühlen die sich wohl. Und das Auto geht auf, das ganze Equipment wird eingepackt. Da stehen die als erstes am Auto und wollen mit. Und die wissen genau, jetzt geht's los, arbeiten. Ich kann mich mit der Philosophie der Johanita gut identifizieren. So gelebte Nächstenliebe, für den anderen da sein, das liegt mir und ich denke, da bin ich bei den Jungen, die dann in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben. Diese Arbeit in Familien, wo Kinder sind, deren Eltern sterben müssen, ist für mich so eine emotionale Herausforderung, die sehr schwer ist. Natürlich bringt man sich recht stark emotional in die Familien ein, aber wir können in unseren Ehrenamtstreffen über die Situation sprechen, können auch sorgenlos werden und fragen und auch den seelischen Druck, der sich doch oft aufbaut in dieser Begleitung. Wenn man das Vertrauen der Kinder gewonnen hat und wenn man die Kinder über diese Zeit begleitet, ist das für mich eine Sache, die, das hört sich immer so banal an, aber es ist eine Sache, die gibt mir selber auch sehr viel. Das war jetzt nur ein kleiner Einblick in die Arbeit der Ehrenamtlichen hier bei den Johannitern im Süden Brandenburgs. Matthias Rudolph, wie wichtig ist die Arbeit der Ehrenamtler? Zu den Johannitern gehört Ehrenamt und das ist außerordentlich wichtig. Es gibt so viele Leistungsgebiete, die ohne Ehrenamt wirklich gar nicht möglich wären, weil einfach sie nicht finanziert werden. Man kann da beispielsweise sagen, die Arbeit in der Teestube in Finsterwalde, die Kinderhospizarbeit, die Johanniter-Jugend und auch das First-Responder-Projekt in Borik, das sind alles ehrenamtliche Leistungsbereiche, auf die wir dringend angewiesen sind. Herr Dr. Arndt ist ehrenamtlicher Regionalvorstand, der übt diesen Job also im Ehrenamt aus. Sie beide sind hauptamtliche Regionalvorstände. Was machen Sie? Ja, wir übernehmen die Verantwortung für unseren Regionalverband. Das kann man vergleichen wie ein Kapitän auf einem Schiff, der das Schiff steuert mit der gesamten Mannschaft. Wir schaffen Rahmenbedingungen, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen haben. Wir organisieren Aufträge, nehmen an Ausschreibungen teil, müssen die Finanzplanung steuern, das Networking betreiben, sozusagen die Vernetzung mit anderen Anbietern, mit anderen Leistungserbringern, mit Auftraggebern. Unsere Hauptaufgaben sind eigentlich die Auftragsakquise. Das heißt, wir haben 600 Mitarbeiter, die möchten was zu tun haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Und diese Mitarbeiter sind in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv, unter anderem dort, wo es um den Nachwuchs geht. Mein Name ist Petra Wagner. Ich habe 1980 mein Fachschulstudium am Institut für Lehrerbildung in Dresden abgeschlossen und leite dieses tolle Haus seit 1990. Johanita ist ein toller Arbeitgeber. Es ist wie in einer großen Familie. Ich arbeite gern hier. Der Mensch steht im Mittelpunkt und das heißt für mich die Kinder, die Eltern, und natürlich auch die Mitarbeiter. Wir im Hort betreuen ja Kinder im Alter von 6 bis 12.
Wir arbeiten total gruppenoffen. Das heißt, Sie werden bei uns im Haus keine geschlossenen Räume erleben. Wir übernehmen unsere Kinder nach dem Unterricht. Sie haben alle einen Ansprechpartner und können sich dann frei in unseren Funktionsräumen bewegen. Und Funktionsräume sind zum Beispiel unsere tolle Holzwerkstatt, unser Bewegungsraum, wir haben einen Medienraum, wir haben eine Kreativwerkstatt, wo man werkeln kann und schöne Dinge entstehen. Wir haben verschiedene Spielräume, auch das ist wichtig, denn für Kinder steht Spielen im Mittelpunkt. Wir haben einen Experimentierraum, wir sind auch zertifiziert zum Haus der kleinen Forscher. Da bin ich auch sehr stolz auf meine Kinder und auch mein Team. Und ja, das ist unsere Arbeit. Mein Name ist Dustin Kai, ich bin 22 Jahre alt und zurzeit Auszubildender zum Kaufmann für Büromanagement bei der Johanniter Unfallhilfe. Besonderes an meiner Ausbildung ist, dass ich die verschiedenen Bereiche der Johanniter Unfallhilfe beleuchten darf. Ich bekomme enorm viele Einblicke in das Geschehen, in die Arbeit, lerne viele tolle Menschen kennen und die Arbeit macht mir natürlich auch besonders viel Spaß. Die Johanniter Jugend und die Johanniter Unfallhilfe ist für mich persönlich eine sehr schöne Gemeinschaft und wie eine kleine Familie. Hier ist jeder von 6 bis 27 Jahren herzlich willkommen und wird auch von allen Seiten immer herzlich auch aufgenommen. Viele Jugendliche werden auf uns aufmerksam, indem wir an Schulen gehen. Wir haben Erste-Hilfe-AGs und eine Schulsanitätsdienst-AG an einigen Schulen hier in Cottbus. Besondere Ereignisse in der Johanniter-Jugend sind natürlich die Wettkämpfe, die wir bestreiten. Es gibt Landes- und Bundeswettkämpfe, die werden von der Johanniter selber getragen. Der schönste Moment für mich in der Johanniter-Jugend war es, als wir letztes Jahr zum Bundeswettkampf gefahren sind und die C-Mannschaft, die ich mit einer anderen Jugendgruppenleiterin betreue, im bundesweiten Vergleich den 3. Platz errungen hat. Das macht mich sehr stolz und da bekomme ich auch eine schöne Resonanz meiner Arbeit. Den Kindern eine Zukunft geben in den Kitas, aber auch eine Zukunft dem Nachwuchs bei den Johannitern geben. Andreas Berger-Winkler, wenn Sie das sehen, dann muss Ihnen nicht bange sein um die Zukunft der Johanniter hier, oder? Eigentlich nicht, das stimmt. Also wir freuen uns auch immer wieder, wenn wir dann aus den eigenen Reihen halt den Nachwuchs bei uns begrüßen können, als Azubis und dann auch als spätere Mitarbeiter. Also das ist bei uns auch ein ganz wichtiges Standbein, muss man wirklich sagen. Das sind die tollsten und engagiertesten Mitarbeiter, also die schon, ich sag mal, von klein auf bei uns sind. Ja. Was bieten Sie als Südbrandenburger Regionalverband, was andere Regionalverbände nicht anbieten? Speziell fallen mir da zwei Themen ein. Einmal die Teestube in Finsterwalde, die Beratungsangebote für die Bevölkerung kostenfrei anbietet und Treffen und Kaffee trinken. Und seit 2007 sind wir in der ambulanten Kinderhospizarbeit tätig. Ich denke, das ist ein Leistungsportfolio, was kein Regionalverband derzeit im Bundesgebiet hatte. Und das ist ja gemündet in dem Kinderhaus, was derzeit in Burg entstanden ist. Ja, das ist auch so wirklich das Tolle, also dieses Kinderhaus Pusteblume, was daraus gewachsen ist aus der ambulanten Kinderkrankenpflege, den ambulanten Kinderhospizdienst und was uns doch auch ein Alleinstellungsmerkmal zusichert, also muss man wirklich sagen. Wie sind Sie zu den Johannitern gekommen? Ja, das war 1992 als Zivildienstleister. Matthias Rudolf, welcher Weg führte Sie zu den Johannitern? Ach, der ganz klassische. Nachdem ich das Studium der Betriebswirtschaftslehre beendet hatte, ja, dachte ich, irgendwann musste ja mal arbeiten. Und die Johanniter haben mit einer Zeitungsannonce einen Geschäftsführer gesucht. Und ich war damals mutig, habe gesagt, naja, wirst bestimmt nicht eingeladen, hast keine Berufserfahrung. Aber ich habe trotzdem ein Einladungsschreiben bekommen und der Landesvorstand war damals so clever, der hatte mit dieser einen Stellenanzeige zwei Stellen besetzen wollen, nämlich die auch des Verwaltungsleiters. Das war dann 2-for-1, also 2 für 1 und Die Johanniter haben es möglich gemacht. Genau. Sie machen ganz viel möglich als Johanniter hier im Süden Brandenburgs und Sie haben den Überblick über die 30 Jahre. Was bleibt Ihnen ganz besonders in Erinnerung? Welche Projekte sind so für Sie die wichtigsten, die größten, ob nun groß oder klein? Wichtig, ja, ich sage mal, die erste Übernahme der Kita in Cottbus 2002, die Kita in Branitz, das war schon ein bewegendes Ereignis, jetzt auch in der Kinder- und Jugendarbeit richtig tätig zu sein. Dem folgten ja dann noch weitere Kitas, dann auch der Aufbau der Kinder- und Jugendkrankenpflege, des Hospizdienstes, was jetzt auch schon geht ins 12. Jahr jetzt. Ja, und ganz aktuell natürlich das Kinderhaus Pusteblume in Burg-Spreewald. Das hat viele, viele Jahre Entwicklung schon gekostet, ein großes Team daran gearbeitet. Wir haben es jetzt vor kurzem eröffnet. Das sind so, ich sag mal, mit die deutlichen Meilensteine. Das war der Blick zurück. Lassen Sie uns nach vorn schauen. Wenn Sie in die Zukunft schauen, welche Projekte liegen Ihnen da am Herzen oder schweben Ihnen vor? Ja, natürlich wollen wir, ich sag mal, unser Kinderhaus weiter etablieren, hier vor allem in Brandenburg, Nordsachsen.
Auch in der Ergotherapie hier sind wir jetzt tätig. Wir haben letztes Jahr die erste Praxis eröffnet, wollen das ausbauen hier in Südbrandenburg. Wir wollen natürlich auch unsere anderen Leistungsgebiete festigen. Wir freuen uns, dass wir in Cottbus wieder in der Notfallrettung mit agieren dürfen. Auch das möchten wir natürlich gern beibehalten und auch weiter im Bevölkerungsschutz aktiv sein. Also das sind so, ich sag mal, die nächsten Aufgaben. Einfach festigen, was wir haben und uns auch weiterentwickeln. Ja, und um diese Zukunftspläne wahr werden zu lassen, gibt es zum 30-jährigen Jubiläum auch eine ganz besondere Spendenaktion. Ich bin Johanita. 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 Wir sind Johanita. Aus Liebe zum Leben wollen wir auch in den kommenden 30 Jahren Menschen in allen Lebenslagen helfen. Das geht nur mit eurer Unterstützung. Helft uns unter dem Motto 30 Jahre, 30 Tage, 3 Projekte. In den kommenden 30 Tagen unser Spendenziel von 3.030 Euro für unsere Nachwuchsarbeit und 3 ehrenamtliche Projekte in Südbrandenburg zu erreichen. Gemeinsam unterstützen wir mit eurer Hilfe so die Johanniterjugend, den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst sowie die Rettungshundestaffel. Bringt Kinderaugen zum Leuchten, ermöglicht die Ausbildung ehrenamtlicher Sanitäter, welche die vielen Großveranstaltungen in der Region absichern, fördert den Nachwuchs in der Johanniterjugend und sorgt mit uns auch in Zukunft für Freude am Helfen in Südbrandenburg. Wir sind für euch da. Na, das sollte doch zu machen sein. Lassen Sie uns jetzt, meine Herren, nochmal vorausschauen. Herr Dr. Arndt, Schlussrunde, jetzt fangen wir mit Ihnen an. Was wünschen Sie sich für die Johanniter-Unfallhilfe Südbrandenburg für die kommenden 30 Jahre? Für die kommenden 30 Jahre wünsche ich den Johannitern immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich wünschte ihnen die Kraft, diese Entscheidung auch durchzusetzen und das Durchhaltevermögen, was auch dazu gehört. Andreas Berger-Winkler. Ich möchte mich dem anschließen und dass es weiter so ein tolles Team bleibt und dass wir auch uns weiter so entwickeln wie in den vergangenen 30 Jahren. Matthias Rudolph. Ich wünsche mir für die nächsten 30 Jahre, dass alle Leistungen, die wir für alle Menschen anbieten, zum Wohle der Menschen sind und dass die Menschen unsere Leistung auch in Anspruch nehmen. So soll es sein. Durch Ihre Arbeit, durch die Arbeit der vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch die Förderer und mit Gottes Segen. Ich grüße alle Menschen, die dieses wunderbare Jubiläum hier mit uns feiern, soweit das Feiern in diesen besonderen Zeiten eben möglich ist. Ich grüße alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter-Unfallhilfe. Was in den vergangenen 30 Jahren aus einem bescheidenen Anfang alles geworden ist, ist erstaunlich. Und ich bin dankbar dafür. Ganz vielfältig ist der Dienst am Menschen. Und ich zähle allein für Südbrandenburg über 100 Initiativen, Projekte, Standorte, Arbeitsbereiche. So viele Menschen engagieren sich für den Dienst am Menschen, hauptamtlich, ehrenamtlich. Ob das mit dem Geist zu tun hat, der zwischen den Johannitern herrscht? Ich würde es mir wünschen. Wissen Sie, wenn ich in ein Haus komme und erste Worte mit Menschen dort rede, dann spüre ich sofort, welcher Geist hier herrscht. Ist er bedrückt? Ist er angespannt, traurig? Oder ist er fröhlich, mutig, offen? Ich wünsche mir einen fröhlich, mutigen, offenen Geist bei den Johannitern. Manchmal sagen wir ja auch Atmosphäre dazu. Ich grüße Sie hier aus der Oberkirche in Cottbus. Hier hat alles begonnen. Und ich weiß, dass in einer Kirche Menschen einen besonderen Geist suchen. Den Geist Gottes, der kräftigt und der tröstet. Und deshalb ist es nicht von ungefähr, dass es hier in einer Kirche begonnen hat. Die Arbeit der Johanniter mit der Bitte um Gottes Begleitung und Gottes Geist. Denn es ist so. Auch wenn längst alle Fragen geklärt sind und viele Rätsel entschlüsselt. Das Leben ist eine Kunst und jeder Tag ein unverdientes Geschenk Gottes. Ein Gebet wird erhört. Anfang und Ende liegen nicht in unserer Hand. Das ist der Geist Gottes. Und ein Stück weit soll ihn auch die Johanniter-Unfallhilfe erreichen und weitergeben.
Und so möge neben diesem Geist Gottes Segen auf der Zukunft der Johanniter-Unfallhilfe bleiben. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir dieses Jubiläum feiern dürfen. Die Arbeit und der Einsatz vieler Menschen haben das ermöglicht. Du bist bei uns in diesem Stolz und in dieser Freude. Du kannst Kraft den Helfern geben, den richtigen Geist, die richtigen Worte und die hilfreiche Geste. Du kannst aufrichten und auch Freude am Dienst und der Arbeit schenken. Bleibe auch weiter mit deinem Segen bei allem guten Tun für die Menschen.